Lieber Ewald, du bist im Landtag für die Grünen und zuständig für den Kreisverband Recklinghausen. Ich möchte dich heute befragen zur Bankenkrise. Welche Meinung hast du dazu? Man muss ja Folgendes zur Bankenkrise sagen. Es war richtig, sie zu retten jetzt im ersten Schritt. Das wird für uns Bürgerinnen und Bürger noch sehr teuer kommen, weil da hohe Risiken vom Staat übernommen werden. Aber wenn das so ist, wenn man die Banken sozusagen schützt und die Risiken eingeht und die Bürgerinnen und Bürger bezahlen, damit man die Sparer schützen kann, dann muss am Ende auch der Staat seinen Einfluss geltend machen in der Politik der Banken. Und zwar so lange, bis das Geld wieder zurückkommt. Und eins muss man noch dazu sagen, es kann nicht angehen, dass die privaten Banken geschützt werden durch einen Rettungsschirm. Die öffentlich-rechtlichen Banken, also die ganzen Landesbanken, wo das Land und die Kommunen beteiligt sind und die Sparkassen beteiligt sind, nämlich die Westdeutsche Landesbank, dass die nicht geschützt wird und dass wir dort sozusagen in eine Krise kommen, die uns alle teuer zu stehen kommt. Da muss Per Steinbrück aus Berlin helfen, das tut er im Moment nicht. Auch von Merkel kommt keine Hilfe und unser Finanzminister hier in Nordrhein-Westfalen hat schon längst versagt in dieser Frage. Also wir brauchen dringend Hilfe auch für die Westdeutsche Landesbank, es sind 6.000 Leute, viel Kommunales und viel Landesgeld drin. Da müssen wir zu einer Konsolidierung kommen. Danke, Ewald, für das Gespräch.